Herr Strobel, Sie malen ja Menschen in Momenten höchster Erregung und Anspannung und Emotionalität. Es macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob man Häuser oder Stillleben malt oder eben Menschen, die in einer Masse, wie Sie sie darstellen, in Erregung geraten. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das so, dass das genau das Gegenteil eigentlich ist. Der Stillleben, naja, das heißt ja so, nicht? Ist halt sehr still. Und genauso Landschaften oder von mir aus auch Stadtschaften haben halt ganz anderen Charakter einfach. Und da ergeben schon zwei, drei Pinselstriche in der Haus oder irgendwas Greifbares. Bei den Massenmenschen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie in einer Tapetenmuster kommt. Und ja, das muss man umso stringenter arrangieren, damit das einfach zur Komposition wird. Hat man da ein Verhältnis zu den schreienden, jubelnden, enttäuschten Menschen, die da gemalt werden? Puh, Verhältnis, naja, also ein Spiegel ist es nicht. Aber dadurch, dass die ganz, ganz langsam und relativ mit einem Abstand von Monaten oft entstehen, ja, entwickelt sich schon was. Ja. Also man spricht mit den Figuren, die man malt. Umgekehrt. Ah, okay. Jetzt ist es fast fertig. 22 Gemälde sind entstanden. Was steht die letzten Wochen jetzt noch an, um die Bilder sozusagen dann wirklich für die Ausstellung freizugeben? Naja, das ist halt, ich arbeite ganz traditionell und es sind da etliche Schichten übereinander. Und die letzte Schicht eben, die jetzt da kommt, das wären halt die Details. Die Details, die wichtig sind, dass man die Leute oder die Menschen oder die Fans auch zuordnen kann. Ne? Das heißt, von dem Charakter ist ja jeder Verein anders und diese Details oder auch von mir aus Schriftzüge machen es einfach aus. Ne? Das heißt, es gibt aber auch Menschen, die haben einfach graue Haare und das muss man einfach irgendwie noch überarbeiten. Ja? Das ist nur ein ganz wesentlicher Schritt. Sie sind jetzt schon jetzt in manchen Diskussionen, werden Sie als Fußballfan, Maler bezeichnet. Super. Können Sie mit dem leben? Sind Sie selber Fußballfan? Naja, ich würde sagen, ich bin eher Fan von diesen Fans. Ne? Könnte man jetzt scherzhaft irgendwie anmerken. Das interessiert mich mehr, als wenn da irgendein vielleicht, weiß ich nicht, fast teilweise auf die kriegerische Begegnungskultur herrscht. Interessiert mich das mehr, wie der Spiegel da dahinter ausschaut, also wie die Leute reagieren, also der Fan der Fans. Danke sehr. Bitteschön, ja, gerne.